Sag mal ehrlich. Die Sprache der 90er ganz klar. Hör mal. Feuerstein krass, die Bitch die Blanco. Heckantrieb, weil ich's von hinten mag. Gib ich hier, weil ich den Hintern mag. Baby, das ist keine Wissenschaft. Scheiben dunkel und sie ist splitternd. Ich bin Dalf von Feuerstein krass und hinter der Kamera. Nee, gar nicht. Ein wunderschönen guten Tag, Autofreunde. Ich bin Dalf von Feuerstein krass und hinter der Kamera ist der bezaubernde Daniel. Vielen Dank. Moin. Sag mal bitte, wer du bist und was du machst. Jörn Feuerstein krass. Und wer ist hinter der Kamera? Daniel. Vielen Dank. Heute machen wir was, Daniel? Was machen wir eigentlich genau? Wir gehen gleich in die Halle mal rein. Den Makan habt ihr ja fast fertig. Warte mal. Makan ist geil. Den können wir zeigen. E34 M5 zeigen wir heute. Zusammen mit dem C36 AMG, würde ich sagen. Und die zwei Autos. Die fahren wir nämlich gleich raus. Ihr macht das Tor hoch. Ihr bereitet kurz beide noch auf. Ich mache ein bisschen Papierkram. Dann treffen wir uns in einer halben Stunde wieder. Und dann geht das Video los. Richtig los, oder? Darum, seid gespannt. Bis gleich, meine Freunde. Ciao. Gussi. Wir machen tatsächlich jetzt ein kleines Review. Ich hoffe, das passt vom Wind, müsste aber darum. Bleibt gespannt. Wir sind ready. Das wolltest du nicht, ne? Doch. So, was haben wir hier? BMW M5 E34 von 1990. Meine Idee ist jetzt, die kommen beide von 90. Eigentlich müsste ich noch, komm mal, zeig mal den. Den E55, den nehme ich gleich. Ja, ist halt gerade nicht so aufbereitet wie die anderen, aber sonst. Ja, aber machen wir jetzt nicht. Der kommt nochmal separat in dem Video. Der ist mir nämlich ganz wichtig. Johann. Das ist ein bisschen, dass die Leute keinen Krampf kriegen beim Zugucken. Ach, der E34 von 1990 mit dem 3.4er, 315 PS, den gibt es ja auch im 3.6er mit 340 PS, der ist da aber nicht so gut. Oh, sieht das geil aus. Von 1994 den C36 AMG, ganz wichtig, auf der Grundlage vom C280 gewesen damals. Da haben, das hat AMG einfach den Motor genommen, den aufgebohrt und bzw. den Hubraum auf 3,6 erhöht, hat die Verdichtung erhöht, sodass wir da jetzt 280 PS haben. Das Ding ist eine Rakete. Für damalige Verhältnisrakete. Darum würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Johann geht jetzt einmal ein bisschen näher und dann lege ich das schöne Musik runter. Bisschen blöd mit den Nebengeräuschen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das Mikrofon ist an, oder? Man sieht die Sprache der 90er ganz klar. Es sind die normalen Autos gewesen, wie der E34 M5. Und dann kam da jemand wie die M-Manufaktur oder die AMG. Das ist eine GmbH. Und hat die Autos da verschönert. Das ist ganz dezent passiert. Nicht wie heute, sondern die Autos waren so Wölfe im Schafspelz. 315 PS für damalige Verhältnisse, das waren wirklich Raketen. Wirkliche Raketen. Und die fahren sich auch toll. Die sprechen ganz anders an. Da ist beim Motor viel passiert. Aber außen, guck mal, nur die Stoßstange. Im gleichen Stil ungefähr. Guck mal AMG und BMW an. Siehst du ja ungefähr. Die machen hier nicht so was Wildes wie zum Beispiel heute. Guck mal, der E420, ganz normales Ding. Ja. Da haben die das Ding einfach so gemacht, dass sie es einfach so ein bisschen wilder machen, aber nicht zu wild. Also man könnte auf den ersten Blick gar nicht so sehen, was ist da eigentlich los, was schlummert da unter der Haube, und das gucken wir uns jetzt erstmal beim E34 an. So. Wir haben hier eine Einzeldrosselung. Was heißt das? Wir haben hier den Ansaugtrakt und hier sind einzelne kleine Drosselklappen, die so aufgehen. Ja? Das heißt, hier über den Gasdruck wird gezogen und dann sieht man hier, bewegt sich in dem ganzen Ding. Das sind so kleine Stellmotoren, sieht man das hier. Bewegen sich hier jeweils zweimal, das ist eine Sechszylinderreihe. Die Drosselklappen gehen dann auf. Was heißt das? Ist besseres Ansprechverhalten. Wir haben hier pro Zylinder geregelt, einfach eine einzelne Drosselklappe. Das merkt man auch beim Gasgeben. Den mache ich gleich mal an, dass der so hoch tourt. Wir fahren gleich auch mal eine kurze Runde. Hier ist der Ansaugtrakt, das ist alles original. Das geht dann hier rein, wie ich erklärt habe. Und dann kommt die Luft in den Motor und dann hat das Ding richtig Feuer. Hier sieht man so einen typischen Lüfter von früher. Der kann jetzt auch angehen. Eigentlich darf man den auf keinen Fall anfassen. Aber ich bin ja schnell. Sonst ist der Motorraum eigentlich ziemlich sauber und Serie. Sowas finde ich richtig schön. BMW M-Power. Also es hat noch richtig Stil, finde ich, mit so einer süßen Folie hier und alles. Wenn du einen Schritt zurückgehst, siehst du da am Dom. Ja. Die Farbe. Macau-Blau. Macau-Blau, ja. Die kam auch später wieder. Den hatten wir auch schon. Das blende ich mal ein. Den M3 30 Jahre Edition. Erinnerst du dich? Mhm. Der war auch in der Farbe hier. Ja. Mach den Motor mal an und gib so ein paar Gasstöße. Dann gehst du nach hinten und dann machen wir einen Soundcheck. Okay. Machen wir das gleiche jetzt beim C36. Nimmt's mir nicht böse, aber ich habe jetzt einmal den Kameramann gewechselt. Guck mal, Motorraum geht auf. Was sehen wir hier? Da geht mir das Herz einfach auf. Wem geht da nicht das Herz auf? M104 ist der Motor.
Da stehen die verschiedenen Werte, da stehen die Zündkerzen, die man nehmen soll. Bosch, Beru, Champion. Das sind die verschiedenen Marken. AMG-Zündkerzen, das sind doch einfach so Sachen. Wenn die noch da sind, ist das toll, weil die sind noch erhalten. Und so eine Plakette hier, das gibt's heute nicht mehr. M104, C36, 206 kW, das entspricht 280 PS, 385 Newtonmeter bei so und so viel Touren. Und jetzt schau dir mal den Motorraum hier an. Wie gut das hier tatsächlich erhalten ist. Guck mal, so welche ganzen Sachen noch. Das ist doch Wahnsinn, oder? 3,6 haben die hier genommen. Und AMG-Deckel. Und das ist doch der Öldeckel. Den muss man so aufschrauben, richtig. Die wollen nicht, dass da irgendjemand rumfuscht. Hier, Bosch Mercedes-Benz, ABS. Da geht dir doch einer aber ab. So, ich mache einmal den Motor an, dann zeige ich dir das einmal hier, den Motorlauf, und dann gehst du nach hinten, dann machen wir da auch einen Soundcheck. Wir warten eben, ja? Einfach geil. Was merke ich hieran? Beim Hochtouren, die Motoren drehen viel schneller hoch und touren auch schneller runter. Das liegt daran, dass sie ganz andere Motorparts genommen haben als bei den normalen Autos. Das macht so ein Sportmodell anders zu einem normalen Modell mit einem großen Motor einfach nur. Ihr kennt das ja, denkt ein 500er, der ist aber träge. So ein 55er, der hat nur 60 PS mehr, ist natürlich nur, aber dreht ganz anders hoch und will ganz anders. Der ist für was ganz anderes gebaut. Setz dich mal in den Mercedes rein. Guck dir mal sowas an hier, ey. Das ist doch geil, oder? Ich weiß nicht, ich stehe auf sowas. Mir geht dabei einer ab. Diese Sachen aus den 90ern, das kannst du ruhig zeigen. Das Steuergerät von der Sitzverstellung kaputt. Das kommt jetzt neu. So ein Auto geht auch mal was kaputt. Das liegt auch nicht daran, dass das Auto schlecht ist. Der ist hier 110.000 gelaufen. Das liegt einfach daran, dass die Zeit irgendwann mal vorbei ist für die Autos. Oh, geil. Film mal nach hinten. So, Heckrolo. Ja, die Sitze, ist das nicht geil? Ja, das ist so halb Sportsitze, aber voll gemütlich. Dann das Fahrwerk so ein bisschen straffer, merke ich auf den ersten Metern. Dann haben wir Sitzheizung. Beifahrer hat Sitzverstellung, weil der Beifahrer soll gemütlich sitzen. Der Fahrer ist am Racen. Das Auto ist warm, Tank ist ganz leer. Aber wir fahren hier die Straße rauf und runter, damit das Ding einfach mal ein bisschen bewegt wird. Leute, das ist jetzt nur so ein kleines Video für zwischendurch. Die Autos kriegen separat, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare, aber auch nochmal Videos. So, guck mal. Guck mal, wie das hier fährt. Zack, nächster Gang. Aber geil, oder? Ja. Du merkst, dass die Reifen hoppeln ein bisschen, der Stand natürlich, und es ist kalt, das heißt, das Gummi ist auch träge. Aber hier drin ist es doch nicht laut, oder? Ja, das ist typisch. Das, diese Tachowellen einfach, ne? Und das funktioniert alles über Wellen, das heißt, die können natürlich auch ein bisschen ausleiern. Natürlich ist das dann auch ein bisschen träger. Früher bei den Autos war das so, dann fährt man irgendwas zwischen 30 und 60 km/h. So, ich gehe hier mal ran und gebe hier mal ein bisschen Gas gleich. Dann wirst du merken, Daniel, du bist hier noch nicht mitgefahren, ne? Nee, noch nicht. Pass mal auf. Ich glaube, jetzt ist E. Nee, ich glaube, jetzt ist S. Jetzt ist S, klar. So, wir sind hier am Stehen. Guck mal, er guckt richtig. Ja, C ist ein AMG, mein Freund. So, pass auf. Ich will jetzt nicht aus dem Nullpunkt, damit das Auto nicht so getreten wird, sondern ich fahre jetzt mal so 30. So, und jetzt mache ich einen Kickdown. Sag mal ehrlich. Sag mal ehrlich. Der geht gut, ist nicht schlecht. Der geht übelst. Krass, krass, genau. Hier unten rum, 3000 Touren. Jetzt kommt er. Sag mal ehrlich jetzt, das ist doch wohl voll heftig. 1990, der Typ mit dem Manta und du kommst dann mit deinem C36 AMG, hast einen reichen Papa und flitzt da durch die Gegend. Das ist doch geil, oder nicht? Ja, haben die Leute nicht auf dem Schirm. Daniel, du bist, was ist das? Bist du jetzt überzeugt? Ich bin sehr überzeugt, ja, wirklich. Ich habe gute Finanzierungsangebote. Guck mal hier, die Kopfstütze. Mercedes ist einfach Mercedes und bleibt auch einfach ein Mercedes. Genau wie ein BMW bleibt. Boah, guck mal, wie er da steht. Und das gucken wir uns jetzt nämlich auch an. Das Auto hier ist geil. Gibt es hier noch viel zu sagen. Lenkrad, guck mal, ganz normale Spuren, abgegrabbelt. Die haben natürlich dieses typische Soft-Lack-Problem. Brauchen wir nicht drüber reden. Das könnte man hier schöner machen. Meinetwegen setze ich hier ein neues Lenkrad dran. Hier, die gehen oft kaputt. Das sieht hier aber noch gut aus. Das passt auch alles. Es ist eine Klimaautomatik. Das war damals auch höchstes Niveau. Höchstes Niveau. Kopfstützen hinten kannst du umklappen. Zack, hast du es gehört? Ja. C-Klasse. Bei der S-Klasse macht das so. Aber wir wollen hier racen. Steig mal aus, ich fahre noch einmal um dich rum und dann gehen wir mal in den M5.
total geil. Hat doch nichts mit einem normalen C-Klasse zu tun. Das Ding dreht. Ob der jetzt 280 PS hat oder 180 PS, der dreht einfach. Und der Zustand ist auch geil. Da müssen eigentlich Styling 2 Felgen drauf. Die hatten wir leider bei dem nicht. Die waren da nicht dabei. Dann haben wir die hier gekriegt. Wie heißen diese Felgen? Schreibt es in die Kommentare. Die passen auch, sehen auch gut aus. Wenn es richtig drauf ankommt, Leute, ich besorge euch noch Styling 2 Felgen. Daran soll es nicht scheitern. Plus, wir haben hier so ein bisschen dunklere Rückleuchten, habe ich das Gefühl. Und diese viereckigen Auspuffendrohre, das war ja damals einfach gesetzt, ne? So, setz dich rein. So, jetzt Daniel, schau mal, bevor du einsteigst. Wie riecht das? Wie BMW. Das riecht ja, genau, wie BMW. Guck dir mal den Sitz an. Du siehst, hier ist jemand eingestiegen. Das kann ich jetzt wegmachen. Und dann ist es weg. Aber man kann es auch so lassen. Das Auto hat ja gelebt. Und du willst ja auch, guck mal, du holst hier eine schöne Frau. Ne? Mhm. Aber die hat ja auch irgendwo ihre Meter gemacht. Und guck dir mal die Sitze an. Hier, das ist alles echt, das ist schön weich noch, das ist nicht hart geworden. Bei BMW kennt man das, E34 oder E46, 36, die Ledersitze werden ganz hart. Ist hier aber nicht der Fall. Das Ding ist richtig, richtig gut. Hier sehe ich, kann ich den nach hinten stellen. Dadurch kann ich dann genau wie im C36, das war den Leuten in den 90ern wohl ganz wichtig. Du warst gerade nicht dabei, weil ich habe ja den Kameramann gewechselt. Du bist ja nicht der richtige Technik-Guy, du wächst ja noch, ne? Das stimmt, ja. Wir haben hier eine Einzeldrossel. Willst du Sitzheizung? Okay, kein Problem für mich. Wir haben nämlich hier Sitzheizung. Zeig mal den Dachhimmel, den Leuten ist ganz wichtig, dass beim E34 der Dachhimmel nicht hängt. So. Der Wagen läuft, merkst du das? Ja. Der ist heiß. Jetzt guck mal auf die Drehzahl. Zack. Zack. Merkst du das? Der will. Der sagt so, ja, lass mich los und so. Und dann machst du den Gang rein, zack, kurze Schaltwege. 1990, stehst an der Ampel. E34, zwei Auspuffrohre. Stehst an der Ampel, so. Dann geht's ab. Weißt du, und dann fährst du los. Merkst du, dass die Kupplung zupackt? So, hier. Einzeldrossel. Das ist ganz anders geregelt hier. Der Motor ist dafür gedacht, Spaß zu haben. 300 PS, das ist ein Sauger. Das ist nicht wie heute. Du machst da Ladedruck rein, das Ding geht schon vorwärts. Nee. Damals war das richtig heftig. Die ganzen Motorbauteile waren leichter. Das dreht alles ganz anders hoch. Das ist trotzdem noch sehr kultiviert, weil du hörst, die Dinger brüllen nicht wie Sau, ne? Mach hier mal einen Pott runter, dann ist das Ding auch brüllend laut. Plus, wir haben hier so einen lustigen Außenspiegel. Das habe ich mal in meinem Reel gezeigt. Das geht nur, wenn es dunkel ist. Der ist automatisch. Das heißt, ich mache auf Auto. Und das heißt nicht, dass der abdunkelt, sondern du kennst das bei den Spiegeln ja, dass sie sich so hoch und runter drehen. Ja. So, du schaltest um, dann ist der ein bisschen geneigt und dadurch hast du dann das abgeblendet. Das macht der automatisch. Das heißt, der macht einfach zwischendurch so. Real. Hat auch 400.000 Aufrufe. So, Ding ist knacke warm. Ein vierter Gang. Untenrum ist hier natürlich tote Hose. Machst du dritten. Geht schon vorwärts, ne? Okay? Ja. 315 PS. Jetzt pass auf, jetzt mach ich den ersten. Dann lenke ich hier rum. Geht Schloss ab. Hör mal. Zack. 50. Der Sound? Auch geil, ja. Auch geil, oder? Wie der C36. Genau, Sechszylinder. Ah ja. Es ist ähnlich, ne? Ja. Darum zeige ich die beiden jetzt auch und nicht den E55, weil der E55 hat ja den M113, der kam ein bisschen später. Eigentlich müsste man den hier vergleichen. 124er, klar. 124er E500 müsste man den hier vergleichen, weil der E50, E60 waren damals deutlich stärker als der Wagen hier, muss ich mal so gestehen, wobei der natürlich ganz anderes Stil hat, damals war das aber auch noch nicht so aufgeteilt und der hat einen V8 M113, den kennt man ja. So, jetzt pass auf, jetzt orgelst du hier rum, zweiter Gang und merkst du, wie der nach vorne will? Merkst du das? Ja. Der hat nicht so viel Drehmoment unten rum, weil er nicht aufgeladen ist, ist aber hoch verdichtet und oben rum geht dann die Post ab. Das ist halt ein Sauger. Richtig, zack. Wie der da steht. Ey. Das ist so unglaublich, oder? Ist leider gar nicht auf dem Visier der Leute. Die Leute haben den gar nicht so richtig drin, weil der 202, der war sehr unbeliebt, der hat viel gerostet diese Zeit und der ist noch ganz günstig, der kostet 20.000, der Wagen. Dafür hast du doch richtig Spaß und du hast einen AMG, der auf jeden Fall keinen Wert verliert. Also wenn du jung bist, 20.000 hast, kauf dir so ein Ding, weil du fährst damit jetzt 5 Jahre, machst deinen Service, ist ganz wichtig, das kostet vielleicht ein bisschen, aber auch nicht mehr als woanders, weil da kannst du zur Not auch in der Freien machen, das ist nicht so wild und hast da wirklich nach 5 Jahren das Auto verkauft mit wahrscheinlich sogar Gewinn, je nachdem wie die Preise steigen oder fallen. Haben wir auch eine Klimaautomatik als solches, ne? Wir haben hier einen Reiserechner, da können wir jetzt machen, was haben wir verbraucht? Reichweite, Geschwindigkeit, Verbrauch. 13,9 Liter. Das war damals, hast du so ein Ding gehabt?
gedacht, damit kannst du Mars fliegen. Ehrlich jetzt. Mit dem originalen Radio, ist das originale? Nee, das ist einer neuer, ne? Die Kinder sind halt der Werbung total aus. Und wie gesagt, richtig tolles Auto. Aschenbecher unbenutzt. Noch der ganz alte hier. So, steig mal aus, ich fahr mal einmal rum. Sagen, das war ein kurzes, knappes Video zu unseren 1990er Sechszylindern, die wir hier im Haus haben. Es ist ein bisschen blöd vom Sound, aber glaube ich nicht so böse schlimm, weil wir haben ja das gute Mikrofon. Falls ihr von diesen Autos noch ein richtiges Vorstellungsvideo wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare, dann kommt da was. Das war jetzt so ein bisschen der Vergleich und gezeigt, wie gleich diese Autos waren und dass die nicht so auf dicke Hose gemacht haben, sondern so Wolfs im Schafpelz mäßig die Autos vorgestellt haben. Da fällt mir was ein, Wolfs im Schafpelz, wenn ihr ein dickes Auto habt mit richtig Bums, was ihr hier auf dem Kanal vorgestellt haben wollt, dann schreibt mich an. Eventuell können wir zusammen ein Video machen. Da ist natürlich die Kamera am Laufen. Ich glaube, der Community würde das gefallen. Das wäre sehr interessant. Sag ich doch, wäre sehr interessant. Oder wir zeigen eure Autos, wir müssen mal gucken. Zusammen werden wir auf jeden Fall groß. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und schaut auf Instagram vorbei. Da machen wir auch immer coole Sachen, wie dieses Reel, was ihr da gerade gesehen habt. Davon sind noch viel, viel mehr Sachen dabei. Schaltet ein, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, der letzte Blick geht aufs Auto. Bitches sit in a nice combo, Rari, Rolls-Royce oder Lambo. Drei Bitches plus Bennett im Bett, ein Quattro. Feuerstein Cash, die Bitch sie blanco. Heckantrieb, weil ich von hinten mag. Gib ich hier, weil ich den Hintern mag. Baby, das ist keine Wissenschaft. Scheiben dunkel und sie ist Splitternacht. Sie macht dir was vor. Party ohne mich, check your phone no more. Nah, back in town, but they bounce, turn around.